Zwar selten, aber hey. Bye bye. Baba. Baba. Oh. Ich dachte, das wäre eine Schwingtür. Alarm! Au. Ah, kacke. Ah, kacke. Pass auf, einfach wegrennen. Wäre vielleicht gar nicht so sinnlos, ne? Da müsste eigentlich gleich irgendwo der nächste Ausgang sein. Okay, nicht hier. Das muss ich erstmal knacken. Na komm, der richtige Schlüssel. Jawohl. Yes. Hi. Auch noch zum Haupteingang. Könnt ihr mal ein bisschen aufhalten? Dankeschön. Hier müsste irgendwo meine Kutsche stehen. Hat der Page meine Kutsche schon wieder nicht gebracht. Mensch. Frechheit. Ja. Was macht dieser Chauffeur immer? Yeah. Ja, sehr schön. Überdosis abgeschlossen. Schusswaffen, Revolver Modell 1. Zusätzlich yeah. Pfund und XP. Das war's? Hier passiert nichts. Es sollte eigentlich was passieren. Okay, hat nur ein bisschen gedauert. Ja. Allianz ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir. Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Fry. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte, Miss Fry? Miss Fry wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Entschuldige die Störung, Novize, aber vielleicht interessiert's dich, dass Sean und Rebecca Otto Berg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet DeCosta ist seine Technikerin. Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange. Zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigma aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit, haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Die Charaktere schauen echt gut aus. Also im Sinne von, also so ja. Detailreich. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was du meinst. Hochauflösend. Es nennt sich pre-rendered. Ich weiß. Sieht trotzdem geil aus. Was denn? Ladesequenz. Also, mir ist langweilig. Hier. Du mal. Ui. Take this. Take this. Sequenz 5. Sequenz 8. Oh mein Gott, Sequenz 8. Und hopp. Nein. Nein, Lukas. Aus. Böse. Man kann nur zwischen den beiden wählen. Ja, dann nimm Sequenz 5. Okay.
Wir haben Sequenz 4 fertig gemacht und jetzt Sequenz 5 dran. Berufsrisiko! John Ellison ist tot und die Produktion von bla bla. Okay, lest euch durch, wenn ihr wollt. Pause und dann wieder Play. Die Eisenbahn hat ihm nicht gereicht. Jetzt hat Sarek auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich, um die Arbeiter im Bezirk zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Stareks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Und Sie, Miss Frey? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Monument. In Southwark. 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 Ui, was haben wir denn da? Schön, Zimmer mit Ausblick. Ui. Monturen, Lady Melines Gewand. Ist das schön? Lady, keine Ahnung. Aber du bist jetzt im Controller, du kannst dir deine Mission aussuchen, wie und wann du willst. Außer City of London, dafür sind wir noch nicht stark genug. City of London? Also City of London erobern. Achso, okay. Freundschaftlicher Wettbewerb. Ruhiges. Rouges. Ich war jetzt gerade irgendwie auf Französisch getrimmt. Rages. Nix. Komisch. Harvey Hughes. Was haben wir denn hier noch so? Das ist City of London, dafür sind wir nicht stark genug, Lukas. Wenn schon, dann Southwark. Okay. Wenn schon, dann Southwark. Themse. Könntest du versuchen. Wenn du die Lust dazu hast, ne? Ich würde gerne was empfohlen wäre Southwark. And why not? Das ist Blitzschlagzeit. Nimm die. Wo sind wir eigentlich? Kann ich irgendwie auf uns setzen? Rauszoomen und finden? Nee. Ich bin blind. Wo sind wir? Ja, bist du. Bist im Zug. Ah, okay. Oder? Dann, ich glaube schon. Wir sind schon im Zug. Ja. Dann machen wir mal eine Schnellreise, oder? Ja, genau. Oh, ich habe vergessen. Es wurde ganz viel vorgeschlagen, eine Flachwitz- oder dumme Witze-App runterzuladen. Ich habe vergessen, jetzt die App runterzuladen. Dann mache ich das halt während dieser Ladesequenz. So, währenddessen können wir uns ja ein paar überlegen. Mhm. Rollt ein Schwein um die Ecke, was fehlt? Der Witz. Die Beine. Oh. Rollt ein Ball um die Ecke und fällt um. Oh man. Was ist grün und trägt ein Kopftuch? Keine Ahnung. Eine Gürkin. Oh. Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Frosch im Mixer. Jetzt geht's rund, sprach der Kanarienvogel und flog in den Ventilator. Ja, das sind Nein, Lukas, nichts drücken. Du verzögerst das nur. Deutsche Wichse. Deutsche Witze. XXL. Ja. Das ist ein bisschen vermischt worden, dann kam was anderes raus, was ich eigentlich sagen wollte. Oh yeah. Ich nehme das mal. Ich schau mal, was das für App-Sachen, Whee! Was es machen will. Na, was willst du machen, du App? Du App, du dreckiges. Du App, was willst du mit mir machen? Was willst du denn für Erlaubnisse haben? Das ist mir nämlich immer wichtig, weil so eine Witz-App sollte eigentlich überhaupt nichts. In-App-Käufe, Foto, Mediendateien, Geräte-ID, Anrufinformationen. No! Du bist nicht runtergeladen. Lustige Witze, Joke. Sind keine besonderen Berechtigungen erforderlich. Das wünsche ich mir von einer App. Akzeptieren. Alles und somit andere ist nur Informationen sammeln. Genau. Das ist. Und dann, weil wenn man sowas liest und dann auch noch dabei steht. Ja, diese Informationen werden nicht mit Drittanbietern geteilt, ist gelogen. Nee. Wozu sollten sie die Dinge, die sonst haben? Ja, direkt. Sie werden halt direkt nicht von Drittanbietern benutzt, aber dann wird halt irgendwas rumgedreht und dann, hups, hat schon ein Drittanbieter. Ups, falscher Knopf. Vor allem, eine Witze-Seite, wozu braucht man da immer In-App-Käufe? What the hell? Keine Ahnung, vielleicht musst du die Witze kaufen. Guter jetzt, Witzer! Kaufe dir jetzt den Season Pass für Witze! Sich mit den Freunden über Witze auszutauschen ist out! Kauf sie dir jetzt! Vor allem die besten Witze haben meistens immer noch die Eltern, witzigerweise. Papi, schau mal! Da steht eine Woge!
Das ist keine Woge, mein Kind, das ist eine Waage. Papi, darf ich mich bitte mal wagen? Mein Kind, das heißt nicht wagen, sondern wiegen. Papa, jetzt habe ich mich gewiegt. Das heißt nicht gewiegt, sondern gewogen. Aber Papi, dann ist es also doch eine Woge. Der ist schlecht. Wow, ist der schlecht. Wow, ist der schlecht. Ich drücke jetzt einfach mal auf Spielen. Bitte, ne? Ja, bitte. Ich glaube, die Sequenz da wird witziger als dieser Witz. Der war... Wow. Wow. Doch eine Woge. Wow. Oh, Jacob, Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alec, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe drei mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick. Er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gaune. Na gut. Oh, Moment, ich hab was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Zumindest ist man sicher vor... ja. Geh hinten aus dem Fenster, hinter dir. Oh, hier hinten. Genau. Da. Wie nennt sich das, wenn man auf einmal einen Stromschlag? Wow! Ich dachte mir, oh, jetzt versucht er bestimmt irgendein voll kompliziertes Wort raus. Ja. In den Kisten sind mehr galvanische Bomben. Ah, okay. Ach, guten Tag, Gentlemen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder was? Du hast ein Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir. Wie war das? Die Versprechen ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft? Du brauchst mehr Kissen, brauchst mehr Sachen. Ich fühle mich nicht so gut. Was zur Hölle? So, weiter geht's. Wieso habe ich jetzt nicht getroffen? Doch, hast du doch. Ach so. Nicht schmeißen. Weiter geht's zu... Diese Kinder, die verspielten Frechdachse kommen überall hin. So, weiter zur nächsten Position. Das ist witzig. Witzig, Birne! So, wo ist der nächste Birne. Punkt? Boah, der ist ständige Glitzern auf meinen Ohren, ja. Du weißt schon. Hör zu, Bell, oder setz eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Apfel. Äpfel? Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Oh, du hast deinen fahren lassen, Bill. Du altes Ferkel. Ich war es nicht, Bess. Teufel nochmal. Ich hab's im Hals. Oh, diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Na, geh vielleicht lieber aufs Dach, bevor sie dich sehen. Die gehen jetzt nämlich weiter. Genau, du kannst ja Adler-Auge machen. Ja, ich habe nur gerade den falschen. Achso.
Ja, durch die ganzen Generationen von Assassin's Creed durch sind, glaube ich, jede Taste mal mit Anlauge belegt gewesen. Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, so. Mal sehen, wie weit du kommst. Eins. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraf ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke. Glocke ohne Schläge. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Was? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraf ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schlägel. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Oh. Ach du meine Güte, sie sind ja blau wie eine Pflaume. Hm. Huch. Hol dir Nachschub. Ja. Yep. Hol dir Nachschub, schnell. Da ist die Kiste. Ganz ruhig. Panik. So, Schläger mit. So, jetzt musst du sie elektrifizieren. Nicht mehr auf Pflaumen warten. L2. Puh. Ah, das war der richtige. Ja. Und jetzt eliminieren. Jump! Oh, der hat's nicht bemerkt. Er hat's nicht bemerkt. Bravo, Alec. Nur dank Ihnen, Jacob. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Ich fand mich außerdem sehr originell. Naja, bauen Sie noch mehr Bomben, dann kümmern wir uns um Starricks Propagandamaschine. Abgemacht? Coole Sache. Ja, Alec, laufe raus.